Leute, was geht? Wir sind jetzt hier gerade noch in Moritz Wohnung und wir fahren jetzt gleich los zu einem See hier außerhalb von Köln mit Moritz neuem Gefährt, aka Moritz Tesla. Und bei diesem See werde ich mit Isabelle in einer riesen Bubble übernachten, worauf ich gar keinen Bock habe. Der Swagger ist auch da. Ja, und wir werden in dieser riesen Bubble übernachten und wilde Dinge machen. Okay, das klingt falsch. Wir werden in dieser Bubble halt übernachten und ein paar nice Dinge machen. Okay, das klingt wieder falsch. Leute, wir sind jetzt hier mitten im Nichts. Sag mal bitte kurz, wie wir geparkt haben. Da haben wir geparkt. Schreck, ja. Ja, Isabel, freust du dich schon auf die Nacht? Alles klar. Leute, wir sind jetzt hier an diesem heftigen See angekommen. Und hier? Hi. Das ist schon mal nice, ne? Oder nicht? Schon heftig? Ja. Oh, pass auf. Ach. Okay, Leute, wir haben jetzt unsere Sachen. Hier ist das Haus von Isabel. Hier ist mein Haus. Das ist schon ausgepackt. Und hier ist Isabels Föhn. Den haben wir auch mitgenommen. Willkommen in deinem neuen Haus, Isabel. Viel Spaß da drin. Ich werde gleich in mein Haus gehen. Isabel und ich werden halt gegeneinander antreten und wer länger es schafft, in dem Ball zu bleiben, hat gewonnen, würde ich sagen. Und ja, let's go. Okay, Leute, ich bin jetzt in diesem extrem winzigen Ballon drin. Ach du Scheiße! Hallo Isabel, du hörst mich nicht. Du bist richtig scheiße, ich hasse dich. Oh mein Gott, ich bin auf dem Wasser. Wie lustig. Ich hab Isabel. Ich bin hier einfach auf dem Wasser drauf. Seht ihr das? Oh mein Gott, ist das lustig. So geil, Leute. So unfassbar gut. Ich weiß nicht, wie ich die zurückkommen soll, ne? Leute, ich würde sagen, wir rufen jetzt mal Isabel an. Was geht? Okay, Leute, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal drin zu laufen. Okay, man braucht ein gutes Gleichgewicht dafür. Nein, es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Ich kann hier nicht laufen. Es geht nicht. Oha! Der war nicht der 2. Der war geil. Sieht so cool aus, man kann einfach hier durchgucken. Oha, Leute, ich bin gerade jetzt aus dem Wasser rausgekommen mit diesem Ball. Ja! Los! Da ist jetzt noch Isabel am Versuchen, hier hinzukommen. Und ich sag euch, wie es ist, das ist so unfassbar anstrengend, ne? Leute, wir machen jetzt hier einen kleinen Pitstop. Das sieht man in meinem Video nicht, aber auf Johannes Backstage-Kanal. Weil man in der Blase halt einfach keine Luft mehr hat nach einer Zeit. Deswegen müssen wir kurz einmal die rausholen. Einmal lüften, ne? Einmal lüften. Einmal lüften, ja. Das Ding ist, man kriegt schon Luft, aber dadurch, dass man halt sich die ganze Zeit dreht, die ganze Zeit rumrennt. Ich bin von da ganz hinten, bin ich bis hier gerade gesprintet auf dem Wasser. Das ist so anstrengend. Und da wird halt die Luft irgendwann mal knapp. Du wirst das nicht mehr schaffen, Digga. Du wirst sofort rumholen. Ich hab das schon mal gemacht. Ja, ja. Im Freizeitpark mal für 2 Minuten so. Isabel, endlich! Und wie ist es, Luft zu kriegen? Das ist schon geil. Ich geb dir Wasser. Bitte. Trink was. Unfassbar heftig, Junge. Das war schon krank, oder? Willst du auch gerne machen? Nein. 3 Tage später bin ich dann mit der Bahn nach Rheine gefahren, um dort mit Moritz, Isabel, Tim und Lea ein Video zu drehen. Aber ich hatte keinen Plan, was für ein Video. Mir wurde nur gesagt, dass irgendwas mit dem Airtrack gedreht wird von Isabel und dass ich eine Badehose mitnehmen soll. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, was wir gemacht haben, weil ich echt nicht damit gerechnet hatte, dass das möglich sei oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich dachte, wir fahren irgendwie an den See oder so, aber da wäre was komplett anderes gemacht. Deswegen, ja, seht einfach selbst. Leute, ich bin jetzt bei Moritz irgendwie angekommen und der hat irgendwie gerade gesagt, du wirst dich irgendwie wundern, dass er irgendwas auch vorbereitet hat. So heftig, Junge. Dass es irgendwie hässlich ist und ich habe keine Ahnung, was wir machen. Also ich weiß nicht, dass wir irgendwas mit dem Airtrack von Isabel machen. Guck dir das an, Junge. Nein, wie lustig das ist. Lol. Geil, oder? Richtig heftig. Leute, ich habe mich gerade mit Isabel jetzt umgezogen. Jetzt sind wir Hallo. Auch ready. Bei dem muss man die Kamera so halten. Ja, wir haben uns jetzt umgezogen. Jetzt sind wir ready to go. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das so wird. Hast du Bock? Nö. Isabel hat übrigens einen richtig fetten blauen Fleck. Willst du den zeigen? Doch, cool. Ja, okay. Isabel hat einen richtig fetten blauen Fleck. Isabel, was hast du gemacht? Erzähl mal. Ja. Alles klar. Naja, das Ding ist, Isabel war in diesem Ball drin, wo wir halt drin waren und ich hatte halt keine Minibälle drin. Aber da waren halt diese Minibälle drin und ich ist halt voll auf diesen einen Miniball gefallen und deswegen hat jetzt so einen richtig fetten blauen Fleck. Leute, Moritz macht gerade die Airtrack hier nass mit dem Schlauch und damit auch gleich schon gerauscht. Ja! Yeah!
Leute, wir haben auch jetzt schon den nächsten Tag und Moritz und ich hatten gestern noch eine schöne Idee bekommen, die wir jetzt machen werden. Und zwar gibt es so eine Möglichkeit, den Tesla mit dem Handy zu steuern. Quasi wie eine Drohne oder ein Spielzeugauto. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wieso fahren wir nicht einfach mit diesem leeren Tesla in McDrive rein und sehen, was die dann sagen. Das wäre doch ultra witzig. Wie bezahlen wir? Wir tun 20 Euro dann oder 10 Euro dann so dahin. Und dann haben die das Geld dann so. Das wäre ultra funny. Das wäre so lustig. Hast du Bargeld? Scheiße, tu deine Kreditkarte hin. Ja. Jedenfalls müssen wir überhaupt herausfinden, ob das überhaupt funktioniert, den Tesla einfach so zu fahren. Deswegen probieren wir es mal aus. Okay, Leute, wir sind jetzt hier an einem Testort, wo wir das testen werden. Und wir testen es erstmal, wenn Moritz im Auto sitzt. Ich würde sagen, let's go. Ja, er fährt. Das läuft sehr gut, Digga. Aber langsam. Oh, langsam. Das ist ja sehr cringe, wenn das so langsam, ich da so langsam herrolle. Nein, das ist ultra funny, Digga. Okay Leute, wir haben uns jetzt überlegt, dass Moritz hinter das Auto geht und sich hinter dem Auto versteckt und ich bleib hier auf diesem Platz sitzen und dann halt kein Fahrer im Sitz ist und ich dann alleine in McDrive fahre ohne Fahrer. Das wird so fucking lustig. Okay Leute, ich habe gerade herausgefunden, dass man mit dem Tesla auch Klavier spielen kann. Also der Tesla ist auch ein Klavier zugleich. Das ist einfach zu lustig, Alter. Dieses Auto ist einfach zu geil. Okay, wir sind da. Oh, ich hoffe, das klappt, Leute. Alter, das wäre so unangenehm, wenn es nicht klappen würde. Wir tun jetzt hier noch. Das wird so fucking unangenehm, wenn das nicht klappt, aber ich hoffe mal. Wenn das nicht klappt, Bruder, das wäre so geil. Ich würde es so feiern, weil ich bin nicht im Auto. Das ist deine scheiß Creeps-Situation. Ich weiß, das wird so fucking unangenehm sein. Okay, ich steuere dich, ne? Mit meinem Handy. Ja, Moritz steuert mit deinem Steuern und ja. Wir werden dann hier 5 Euro. Der größte Spaß, wenn es geht. Damit die das Geld auch bekommen. Ja, damit wir auch irgendwie bezahlen. Das wäre so unangenehm. Ja, das wird so oder so fucking unangenehm. Egal, was passieren wird. Ja. Du wirst halt einfach dann da mit der Kamera hängen, ne? Ja. Und dann nehmen sie das Geld, das ist da, das Auto fährt alleine. Komm mal mit McDonald's bestellen, bitte. Ja, hallo, wir hätten einfach nur gerne 2 Colas. Wie bitte? 2 Cola, bitte. Oh, da ist schon ein Mitarbeiter, scheiße. Nein, das ist ein Mitarbeiter. Die bringen das raus. Alles noch besser, warte mal. Das ist ein Mitarbeiter. Alles gut. Oh mein Gott. So, jetzt. Geh. Jetzt schon, geh. Ja. Tschüss, Digga. Mein Gott, das wird so unangenehm. Hier ist ja jetzt niemand drin, ne? Oh mein f***ing Gott, ist das unangenehm. Ich bin hier alleine drin, ne? Nein, er fährt. Ja, er fährt. Es passiert. Da ist der Schalter. Oh mein Gott. Ehrenmann! Hallo! Oh mein Gott! Der Tesla fährt heute alleine! Okay, ja, aber du bist zu weit, ich kann das nicht nehmen! So, ich steig eben raus! Ja. Oh mein Gott, das ist unangenehm! Bitte! Es hat nicht geklappt, es war so unangenehm! Okay, schönen Tag noch, tschö! Die erzählt ihren Kollegen gerade. Wie lustig ist das denn? Junge, das war so unangenehm. Ja, Bruder, natürlich. Das war so fucking lustig. Wie lustig. Scheiße. Cool, die doch drauf waren. Der Typ war richtig cool. Der hat sowieso gemacht. Ehren. Lass schnell weg hier, Digga. Haben wir die Cola bekommen? Nö. Ja, sie haben die Cola vergessen. Wir haben was vergessen. Dankeschön. Ja, es hat so halb geklappt. Ja, aber es war lustig, es war unheimlich lustig. Jetzt voll gefreut. Hat sie gefreut? Ja, jetzt richtig gefreut. Ach ja, willkommen in den Outtakes. Jetzt könnt ihr sehen, was Isabel gemacht hat, als sie meine Kamera geklaut hat. Und ja, sieht selbst. Ja, toll. Ich hasse dich, Isabel. Johannes, du kleiner. Eigentlich wollte ich für mich filmen. Falls du es jetzt hörst, du kleiner. Johannes, immer noch du kleiner. Du kleiner. Wenn deine Cam im Arsch ist, bin ich nicht schuld, ich sag's dir. Hey, bereit? Ja, 3, 2, 1, go. Jedenfalls müssen wir überhaupt.